Wir haben die 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometer sogar geknackt. Jetzt kommt der Ladetest. 170 kW sollen wir laden können. Hat VW jetzt den besten Bulli aller Zeiten rausgebracht? Das kläre ich heute zusammen mit euch. Denn ich bin noch vor der Markteinführung hier für euch in Dänemark. VW hat mich eingeladen, den ID. Buzz mal ausgiebig Probe zu fahren. Und das machen wir heute zusammen. Das heißt, wir fahren über Land in der Stadt Autobahn. Wir testen auch mal die Reichweite, wir testen auch mal, ob er wirklich so schnell lädt, wie er laden können soll. Und wir gucken uns das Fahrzeug ja noch mal kurz von außen an. Denn ich habe euch ja vor einiger Zeit ein Video mitgebracht aus Wolfsburg, wo ich mir den ID. Buzz und auch die Cargo-Variante schon mal angeschaut habe. Aber ich konnte halt nicht fahren. Ein paar Sachen haben sich verändert. Ich weiß auch ein paar Daten mehr, die ich damals noch nicht wusste. Und gleich vorab, wenn es etwas rauscht im Hintergrund, dann liegt das an der wunderschönen Kulisse. Da haben wir nämlich ein bisschen Wasser. Wir sind nämlich wirklich auf einer kleinen Insel hier. Wunderschönes Wetter auch. Und ich finde, der passt mit der Bicolor-Lackierung, mit dem schönen Blau-Metallic und dem Weiß sehr gut hier hin. Ähnlich wie den T6.1 gibt es eben den ID. Buzz auch in der Bicolor-Lackierung. Das ist so ein bisschen retro. Und im letzten Video habe ich auch noch mal den T1 kurz gezeigt. VW selber sagt auch, dass es wirklich hier die Motivation war, den Kult des Heritage, die Tradition des T1 hier wieder auf die Straße zu bringen. Und ich würde sagen, das Design des T1 ist wirklich hier schon zitiert. Unter dem letzten Video gab es sehr viele Kommentare. Love it or hate it, würde ich mal sagen. Andere sagten auch, sieht aus wie eine Bulldogge, die vor die Wand gelaufen ist. Klar, aber ein T1 ist ja wirklich sehr flach. Relativ großes VW-Zeichen. VW-Zeichen haben wir ja auch relativ prominent. Dahinter ist, wie ich auch damals schon gesagt habe, kein Frunk. Also wir haben hier keinen Kofferraum. Wir machen die Klappe hier mal kurz auf. Wenn du jetzt denkst, du müsstest hier heben, da kannst du hebeln, bis du schwarz wirst. Mehr ist das nicht. Ich habe hier Wischwasser da vorne, das wird wahrscheinlich Kühlwasser sein, denke ich mal. Aber wie gesagt, keinen vorderen Kofferraum. Das Design ist natürlich eben auch sehr kompakt gehalten. Wir haben hier eine Außenlänge von rund 4,70 Meter, also verhältnismäßig kurz. Das heißt, hier kommt schon auf Raumökonomie an. Wobei, interessanterweise, wenn du gleich drinnen sitzt, kommt es hier schon relativ lang vorne vor. Von außen eher kurz. Überhänge auch recht kurz, sowohl vorne als auch hinten. Und was natürlich so ein bisschen krass ist, die Reifen sieht natürlich gut aus. Das sind 20 Zoll, du bekommst sogar ab Werk 21 Zoll. Wir haben vorne die Dimension 235,50 und hinten 265, allerdings da 45. Es sind also keine extrem Niederquerschnittsreifen. Das heißt, der Komfort wird nicht allzu sehr darunter leiden. Nur generell von Effizienz macht natürlich ein großes Rad mit so einem breiten Reifen weniger Sinn. Du bekommst aber ab Werk auch 18 Zoll, wobei auch 18 Zoll war mal eine richtig große Nummer. Das ist heute hier Einstieg. Beim Cargo sieht es ein bisschen anders aus, aber wir kümmern uns ja heute mal hier um die PKW-Variante. Dann vorne große Scheibenbremsen, hinten haben wir Trommelbremsen. Und die Trommelbremsen haben wir mittlerweile bei vielen Elektroautos hinten, weil die Bremsen ja wirklich kaum noch benutzt werden in der Regelmäßigkeit, denn das meiste rekuperieren wir ja. Ich kann das aus eigener Erfahrung auch sagen. Und Thematik ist dann auch bei Tesla beispielsweise, dass man oft mit Korrosion an den Bremsen, gerade an den hinteren Bremsen zu kämpfen hat. Deswegen geht man hier teilweise wieder auf Trommelbremsen zurück. Es ist in dem Geschwindigkeitsbereich, wo wir hier unterwegs sind, auch nicht so wild, denn der ID. Buzz ist jetzt nicht der schnellste. Wir haben 145 Spitze im Fahrzeugschein eingetragen. Leistungstechnisch sind wir aber dann eigentlich relativ ordentlich unterwegs. Wir haben 150 kW, was 204 PS entspricht. Und mit dem Akku mit 77 Kilowattstunden Nettokapazität ist das dieser typische Antriebsstrang. Denn der ID. Buzz teilt sich ja das mit den Kollegen ID.3 und ID.4. Das ist also alles dieser MEB, dieser modulare Elektrobaukasten. So, wenn wir hinten gucken, hier haben wir so ein Designelement, das sind ehemals hier die Lüftungsschlitze gewesen. Das hatten schon die älteren Bullis. Das war da allerdings nicht, wie ich mal damals gesagt habe, wohl für die Entlüftung des Fahrgastraums, sondern jemand schrieb, das wäre immer für die Motorraumbelüftung gewesen. Also, dass der Motor ein bisschen Frischluft kriegt. Hier sind es aber wirklich nur so Elemente, die da aufgeklebt sind. Da ist nichts hinter. Dann Heck nach wie vor. Finde ich, sieht das cool aus. ID. Buzz hier auch ausgeschrieben. Nochmal Kompliment an VW für diese Namensgebung, denn Buzz ist natürlich das Wortspiel von Bus und für Bass, für Aufregung, für elektrischen Bass. Also finde ich ganz pfiffig gemacht. Was ich hier vielleicht vermissen würde, wäre, dass ich keine zweigeteilte Heckscheibe habe. Also ich kann jetzt nicht mal eben hier öffnen.
sondern nur komplett, in diesem Fall hier elektrisch. Und jetzt haben wir eine kleine Besonderheit, das wussten wir natürlich gar nicht, weil wir haben einfach ein Fahrzeug aus dem Fuhrpark bekommen. Ich habe mich gewundert, dass wir hier quasi so einen Zwischenboden haben, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine offizielle Sache. Hier ist eine VW-Teilenummer drauf und da steht Bettplatte drauf. Es ist hier auch mit einer Gasdruckfeder und es sieht so aus, als wenn ich es relativ einfach wieder demontieren kann. Hier kann ich jetzt so nichts wegkippen. Dann habe ich aber hier noch so Staufächer oder so Staukästen aus Textil. Wenn ich jetzt die Rückbank umklappe, dann habe ich hier genau auf der Höhe eine durchgehende Fläche, entsprechend einen ebenen Laderaum. Oder ich könnte einfach hier eine Matratze drüber legen und dann da drin mal campen. Was mir dann allerdings fehlt, wäre der Campingmodus wie beim Tesla, denn den gibt es hier glaube ich nicht. Ich kann zwar Standheizung aktivieren, entsprechend auch Kühlung. Da werde ich nochmal nachhaken, dann blenden wir das nochmal ein, ob wir einen Campingmodus haben, ja oder nein. Wäre natürlich dann hier eine super Sache, vor allem, weil sowas ja einfach auch nur über Software geht. Ne? Und beide Türen elektrisch, das ist allerdings jetzt hier auch nicht serienmäßig. Und wenn ich jetzt mir mal vorstelle, ich würde jetzt hier alle Sitze rausbauen, dann hätte ich ja im Prinzip den Laderaum wie beim ID Cargo. Da bekomme ich dann 2 Europaletten rein. Und wenn wir hier mal schauen, ich habe hier Ablagefächer, Getränkehalter und auch hier eine gepolsterte Armauflage, obwohl ich hier keine Sitze habe. Aber es wird den ID Bus eben auch als 7-Sitzer geben, wo ich dann hier noch 2 Sitze habe. Oder, so wie ich gehört habe, auch als 6-Sitzer, also wirklich in 2-2-2-Bestuhlung. Der ID. Buzz soll ja aber auch nicht den T6.1 ersetzen. Er soll halt ein Van oder ein Transporter sein, der etwas kleiner ist als ein T6, von den Ausmaßen aber eben schon voll elektrisch. Und beim Video mit dem T7 gab es ja auch schon die ein oder anderen Kommentare, dass das kein richtiger T6-Nachfolger wäre. Der wäre noch zu Van-lastig. Das wäre eher so ein Personentransporter. Das ist auch so, weil ein T7 gibt es wohl nicht und soll es auch wohl nicht geben als reine Nutzfahrzeugvariante, aber den ID. Buzz eben schon. Hier übrigens nicht erschrecken, wenn ich mal hier etwas fester zugreife. Dann habe ich das in der Hand. Das ist aber so gedacht, das soll so ein kleiner Gag sein. Ob es sich wirklich in der Praxis bewährt, weiß ich nicht. Das kann man knicken. Hier ist Klett. Ich kann es jetzt quasi auch hier machen, auf den Teppich und hätte jetzt irgendwo eine Fixierung für einen Karton oder so, den ich hier transportiere, dass der nicht hin und her rutscht. Ganz pfiffig vielleicht. Warum nicht? Ne? Ich hatte euch auch beim letzten Mal so ein paar Easter Eggs gezeigt, wo wir hier beispielsweise so ein ID. Buzz drauf ist oder ein paar Abdeckungen von Verkleidung sind da so als Emoji gemacht. Hier habe ich noch einen Haken für eine Einkaufstasche. Hier 12 Volt, auch wichtig, wenn man zum Beispiel eine elektrische Kühlbox dabei hat. Was ich jetzt hier nicht gefunden habe, ist 220 Volt Wechselrichterausgang irgendwo direkt für einen Laptop oder sowas. Ich weiß nicht, ob es das als Option gibt. Dann habe ich hier noch einen Knopf, hatte ich euch auch schon gezeigt, und zwar Anhängerkupplung. Es gibt eben den ID. Buzz mit einer Anhängerkupplung. Allerdings, die schwenkt jetzt einfach nur so runter. Ich muss sie jetzt selber noch arretieren. Kann man auch, wenn es nicht zu dreckig ist, hier mit dem Fuß machen. Das Geräusch sagt, die ist jetzt auch fest. Ist ein anderes System wie eine abnehmbare Anhängerkupplung, wie zum Beispiel beim T6, die ich dann so reinstecken muss und dann verriegeln muss. Vorteil ist, die bleibt auch dran, die kann nicht abfallen. Soll es ja auch mal schon mal gegeben haben. Brauchst du dir hier keine Gedanken drum machen. Und wenn ich sie jetzt wieder verschwinden lassen will, dann entsprechend auch wieder arretieren, dann ist sie weg. Das kann ich jetzt so mit den Fingern machen, weil die ist nagelneu. Das Auto ist natürlich nagelneu. Wenn ich da mal Öl, Fett, Rost oder so dran habt, vielleicht nicht. Übrigens noch der Tipp, wenn ihr eine Anti-Schlingerkupplung beispielsweise am Wohnwagen habt, natürlich niemals Fett auf die Kugel, ist nicht gut. Dann Abdeckung für einen Laderaum. Es stört mich jetzt in dem Fall auch nicht, dass es nicht elektrisch ist. Habe ich in anderen Autos zwar, aber ich finde, das geht so auch. Was mir hier auffällt, das wirkt so textilmäßig, gar nicht kunststoffmäßig. Beim Touareg ist das wie so ein Kunststoff, wie so eine Folie. Hier ist das wie so ein Textil, finde ich aber auch gut. Hier habe ich noch eine Schlaufe. Kann ich mich hier unbedingt dran festhalten? Ich habe mich jetzt gefragt, was soll das, weil ich habe es ja elektrisch. Aber vielleicht, wenn es mal nicht elektrisch geht oder vielleicht haben die es einfach dran für die Klappen, die eben nicht elektrisch sind. Ich weiß es nicht. Was ich ja gut finde, zweimal LED von oben. Das ist also eine relativ schattenfreie Ausleuchtung wahrscheinlich. Manchmal sieht man das, hat man nur eine, finde ich dann immer ein bisschen schade. Hier hat VW also zumindest nicht gespart.
Das Leuchtenband nach wie vor cool. Ich finde auch das Heck insgesamt gut. Dann mache ich mal die Tür hier wieder zu, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Hier hinten geht es um das Thema Laden. Ich hatte neulich gesagt, irgendwie 150 oder 170 Kilowatt AC-Laden. Das ist natürlich falsch. Ich meinte DC-Laden. AC hier mit 11 kW und ich kann jetzt mit 170 kW eben auch schnell laden und damit soll ich so die Marke von 5-80% in unter 30 Minuten reißen. Eventuell werden wir nachher noch mal das Laden ausprobieren, wenn wir eine entsprechende Schnellladesäule finden. Dann muss ich den eben im Prinzip noch eben wegnehmen. Was hier ganz interessant ist, finde ich, dass ich hier so einen kleinen Henkel habe. Andererseits muss ich dann diesen Henkel auch wieder irgendwo hier arretieren. Von daher finde ich sie da ein bisschen kompliziert, aber vielleicht war ja nicht der Bauraum, dass ich hier einfach ein bisschen mehr Griffmulde oder so integriere. An der Position der Ladeklappe merkt man auch, dass das wirklich hier ein Elektroauto ist, was als Elektroauto konzipiert wurde. Beim EQV von Mercedes, den ich euch schon mal gezeigt habe in dem Video, da war das so, dass die eigentliche Tankklappe wohl nicht für die Batterien verwendet werden konnte, vielleicht wegen Bauraum, Kabel, Führung, irgendwas. Und da hat Mercedes einfach vorne im Stoßfänger eine Ladeklappe gemacht, relativ weit unten, relativ unbequem und verschmutzt eventuell natürlich auch mehr als hier. Aber wie gesagt, wir haben hier einen Elektrobaukasten. Dieses Auto gab es nie als Verbrenner und dieses Auto wird es auch nie als Verbrenner geben. Und übrigens, T7 gibt es ja als Plug-in-Hybrid. Da ziehen auch gerade ein paar dunkle Wolken auf, denn ich habe ja gehört, dass die Förderung für Plug-in-Hybride ab 23 quasi gestrichen wird. Hier, er bekommt noch Förderung, wohl auch ein bisschen weniger, aber wir haben auch noch nicht über den Preis geredet. Dann blenden wir euch die Preise gerade noch mal ein, auf den Cent genau. Aber letztendlich muss ich hier schon mit rund 60.000 Euro rechnen, selbst nach Förderung, wenn ich vielleicht nur das ein oder andere extra nehme. Also das ist kein Sonderangebot. Die Cargo-Variante liegt dann so bei 45.000 Euro netto, meine ich. Förderung wird dann noch abgezogen, sind also jetzt wirklich keine billigen Autos. Aber wenn du sich auf dem Markt umguckst, Elektroautos, auch Kleinwagen, ohne Förderung, sind auch ruckzuck 30.000 Euro. Ich denke, dass wir hier ein Auto haben, auch im Nutzfahrzeugbereich für 25 aufwärts. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber halte ich nicht für ausgeschlossen, weil das mit den Batterien, das wird sich ja weiterentwickeln. Ja, jetzt haben wir schon wieder relativ viel uns das Auto von außen angeguckt. Mir gefällt er. Ich finde ihn gut. Wir haben auch auf unserer Herfahrt hierhin viele positive Resonanzen bekommen. Wir sind mehrfach auf der Autobahn auch fotografiert, gefilmt worden. Relativ undezent, würde ich mal sagen. Und wir haben vorhin mal geparkt, kurz Pause gemacht und auch da kamen Leute an, haben gesagt, boah, sieht cool aus. Auch ein paar Mädels fanden das Auto ganz cool, glaube ich. Der sieht ja auch knuffig aus, ne? Aber könnt ihr auch nochmal drunter schreiben und das Video, wie euch der gefällt. Was sagst du eigentlich hinter der Kamera? Ich finde es cool. Ich finde, die haben das Flair ganz cool eingefangen hier. Ich habe ein bisschen Bock, da ein Surfbrett drauf zu spannen und ans Meer zu fahren. Da bin ich aber schon. Ja, aber wir haben das Surfbrett nicht dabei. Aber stimmt, das ist wirklich so ein bisschen so Surfer-Style. Ne? Das so ein bisschen, so die Front hier mit dem Wabenmuster, sieht ja schon relativ futuristisch aus, finde ich aber auch gut. Kennen wir auch jetzt mittlerweile von anderen Modellen. Ich glaube, das erste Mal habe ich sie beim Caddy gesehen. Was wir hier noch haben, IQ-Light, finde ich auch gut. Ich habe es im Prinzip im Touareg auch, also wirklich ein komplettes Matrix-LED-Licht. Sollte meiner Meinung nach Standard sein. Voll-LED ist Standard, aber IQ-Light kostet dann extra. Und hier nochmal das Detail. Kennt man eigentlich bei PKWs eher so, dass die ganze Kamerasektion, Sensorsektion da oben sitzt. Hier sitzt da unten. VW sagt, wenn wir es oben hingebaut hätten, da wird der Sichtbereich so ein bisschen doll eingeschränkt. Hier stört das nicht so sehr. Ja, ist gut da hinten. Die finden das Auto gut. Die freuen sich, oder? Es ist auch garantiert der erste ID.Buzz, der hier an diesem Fleckchen Erde steht. Das sollten wir auch feiern, oder? Und ich glaube, die feiern das gerade. Die haben den noch nie gesehen. So, wir fahren im neuen ID.Buzz und es ist immer wieder lustig, die Reaktion der Mitmenschen zu beobachten. Gerade auch wieder angesprochen worden von einem T6-Fahrer, der ganz begeistert war. Erster Kommentar des T6-Fahrers war, oh, der sieht aber cool aus. Zweiter, ist der jetzt voll elektrisch? Und dritter, oh, der ist aber doch klein. Kurzer Innenraumcheck, hatte ich ja auch schon mal gemacht, gefällt mir. Vom Prinzip, es sieht alles sehr luftig aus, modern, ohne jetzt irgendwie zu abgespaced zu wirken. Und viele Sachen kennt man ja auch schon aus dem ID.3 oder aus dem ID.4 von der Bedienlogik. Auch hier diese Anzeige, die mit dem Lenkrad sich auch verstellt, wenn ich das Lenkrad verstelle. Wobei, ich bin jetzt 1,96 und ich müsste eigentlich das Lenkrad weiter zu mir ziehen können, geht aber nicht. Weil ich habe mal gelernt, irgendwie Handgelenk irgendwie auf dem Lenkradkranz, das passt hier nicht. Das ist mir tatsächlich auch gefühlt zu weit weg. Ich habe den Sitz natürlich jetzt ganz nach hinten, aber auch da müsste das eigentlich ja dann passen. Das finde ich nicht so gut.
Und wenn ich den Sitz jetzt weiter nach vorne machen würde, wird es dann auch hier schon vom Beinraum so ein bisschen zu knapp. Ich bin jetzt bereits 300 Kilometer gefahren und deswegen können wir ja auch so ein paar Eindrücke schon mal schildern. Grundsätzlich eine Sache, wo wir gerade auch relativ sonniges Wetter haben. Es ist gar nicht so extrem warm, aber die Sonne heizt natürlich den Innenraum auf. Deswegen sind wir hier froh, dass wir eine gute Klimaanlage haben. Aber ich bin nicht so froh, dass VW sich seiner neuen Tradition treu bleibt. Hier die Lüftungsdüsen sind auch hier nicht mehr regulierbar. Ich kann sie ein bisschen ausrichten, dann kann ich sie nur komplett zumachen. Und genau jetzt haben wir den Fall, man will ein bisschen Kühlung haben, man richtet die auf den Oberkörper und dann bläst das volle Suppe raus. Fehlt mir das Verständnis, ehrlich gesagt. Auch das Thema Touch-Bedienfelder finde ich nicht gut. Wobei man gewöhnt sich natürlich zwangsläufig, aber ich finde es noch trotzdem nicht gut. Gerade hier auch am Lenkrad, man hat diese Touch-Felder, da kriegt man auch so ein Feedback durch eine Vibration. Aber du bist vorhin auch gefahren, dir ist es auch passiert, dass man beispielsweise hier Tempomat erhöhen wollte und dann kam man hier auf das Abstandssymbol für die ACC. Ist aus meiner Sicht wirklich nicht schön, was da so mittlerweile trendy ist. Aber ob das jetzt diese Touchfelder sind hier auch oder die Lüftungsdüsen, das liegt einfach daran, man will Geld sparen. Ich habe mir mal sagen lassen von jemandem aus der Automobilindustrie, dass alleine jeder Schalter doch relativ viel Geld kostet. Mag man nicht glauben, aber früher ging es ja auch. Und ich würde, glaube ich, auch gerne ein paar Euro mehr zahlen, wenn ich hier ordentliche Schalter hätte. Und es ist auch immer noch hier, dass die Wischfelder für die Klima, für die Temperatur immer noch nicht beleuchtet sind. Ich habe mal irgendwo gehört, dass man beim ID3, ID4 eventuell schon da mal wieder nachbessern will, qualitativ. Was hier auch schade ist, wo wir gerade beim Thema konstruktive Kritik sind. Sonnenblende, auch heute schon gebraucht. Sonne so ein bisschen seitlich, bringt mir, wenn ich mit dem Sitz hinten bin, fast gar nichts. Ich hatte neulich noch den Hyundai Staria und da konnte ich das einfach nach hinten schieben. War wunderbar. Dafür reicht es hier dann noch nicht. Ansonsten Materialmix generell. Ich habe hier bis auf diese Armauflagen keine geschäumten Oberflächen. Wobei sie das ganz gut hinbekommen haben, dass es, trotzdem es alles Hartplastik ist, es recht wertig aussieht. Ich habe hier so eine aufgeraute Oberfläche und jetzt habe ich hier einfach mal mit den Fingernägeln hier so ein bisschen gekratzt. Also natürlich absichtlich, aber sowas passiert ja mit dem Gebrauch auch irgendwann mal, wenn du das Auto mal ein, zwei Jahre hast. Und hier habe ich schon jetzt so Spuren. Mir fehlt jetzt leider einmal Wasser und eine Bürste oder ein Schwamm. Bin ich mal gespannt, ob sich das gut reinigen lässt oder nicht. Man hatte ja mal diese Ära der Softlack-Oberfläche. Das sah alles sehr gut aus, als es neu war. Aber als es dann so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, hat sich das alles gelöst. Kennt ihr Leute, die mal den ersten Audi A3 hatten oder sowas? Kann man sehen, wie man will. Also ich finde, das Design passt wohl, aber es strahlt nicht unbedingt jetzt Wertigkeit aus. Beim ID Cargo ist das Ganze noch pragmatischer. Da habe ich auch diese Armauflagen nicht mehr geschäumt. Aber das ist dann Nutzfahrzeug. Aber hier müsste man ja eigentlich sagen, okay, ich habe hier PKW, ich bin auch bereit, hier vielleicht mal mit einer bisschen Ausstattung 80.000 Euro zu investieren. Weiß nicht, wie ihr das seht. Wo ich noch ein Fragezeichen hätte, wäre die Spiegelverstellung. Das ist ja eigentlich auch eine Sache, die kennt man so. Ich war aber trotzdem hier kurz irritiert, denn ich habe hier nicht einen Drehschalter mit einer Markierung, der mir genau sagt, jetzt bist du auf links, jetzt bist du auf rechts. So hat man es lange Jahre gemacht. Hier hat man es jetzt eigentlich verschlimmbessert, denn es wird beleuchtet. Erstmal ist die Beleuchtung hier, naja, kann man wohl erkennen. Aber wenn ich jetzt auf links gehe, dann kommt dazwischen erstmal so eine Sperrung des Knopfes. Ich kann aber das L für Left oder für Links hier gar nicht erkennen aus meiner Sitzposition, weil das durch den Knopf verdeckt wird. Und jetzt weiß ich wirklich nicht, bin ich jetzt schon auf links oder nicht? Ah, nee, geht nicht. Ah, muss ich auf links gehen. So, jetzt könnte ich den Spiegel verstellen. Hat mich jetzt am Anfang wirklich irritiert, weil ich wirklich dachte, was ist denn da jetzt los? Gewöhnt man sich natürlich dran. Software Navi ist alles wie gehabt. Ich habe hier auch Android Auto Implementierung oder Apple CarPlay, dann wahrscheinlich auch, wobei wir hier beide kein Apple haben, wir haben hier Android. Wir fahren auch gerade mit Android Auto und es ist gerade irgendwie hier was los, denn die Straße ist gesperrt. Da fahren wir mal einfach hier rechts. Wo VW großen Wert drauf legt, ist, dass man hier einen relativ nachhaltigen Innenraum hat. Man sagt sowieso, dass das Auto komplett CO2-neutral produziert wird, also entstehendes CO2 wird kompensiert. Und die Materialien hier sind zum Teil aus recycelten Materialien, beispielsweise
hier der Dachhimmel oder auch die Sitzflächen, die Sitzpolster, das waren mal PET-Flaschen, also früher Cola-Flasche, jetzt sitzt man drauf. Die Polster finde ich sehr wertig, so von der Optik und so, macht von der Griffigkeit und so, macht das einen guten Eindruck. Ich finde sie nur gerade ein bisschen schweißtreibend, allerdings ist es auch gerade ein bisschen warm und ich habe keine Sitzlüftung. Ich weiß nicht, ob es hier eine Sitzlüftung optional gibt, würde ich sehr begrüßen. Und Lenkrad ist kein echt Leder, sondern Kunstleder. Aber wie bei Tesla auch, man spricht hier auch schon von veganen Materialien. Heißt aber nicht, dass man sie essen kann, sondern dass einfach es tierfrei ist. Tierfrei und auch keine Milch, ne? Milch ist auch nicht drin, oder? Vegan ist auch... keine Milch? Keine Eier. Also Lenkrad ohne Eier, ohne Milch und Fleisch. Gut finde ich Ablagekonzept, denn du hast hier wirklich ziemlich viele Ablagen. Hier vorne den Getränkehalter, den klappst du aber aus. Also wenn du nicht brauchst, sieht das eben dann auch ein bisschen aufgeräumter aus. Aber hier vorne Ablage, da kannst du Sonnenbrille lassen. Wiederum eine Brillenablage, wie zum Beispiel beim 7er Golf, hast du hier nicht. Die hätte man aus meiner Sicht hier noch schön unterbringen können. In den Türen hier oben Ablagen, da könntest du auch schon mal ein Handy hinlegen, zumindest ein kleineres unten. In den Türen kriegst du auch große Flaschen unter. Dann hast du hier noch diese Ablage, die du auch verschieben kannst. Die kannst du rausnehmen. Hier hast du noch sogar einen Aschenbecher, wer es denn noch braucht. Und hatte ich euch auch schon mal gezeigt, den Gag hier mit diesen Fachteilern. Das eine ist ein Flaschenöffner und das andere ist ein Eiskratzer. Wobei jemand beim letzten Video auch geschrieben hatte, wenn du einen Eiskratzer beim E-Auto brauchst, hast du den Sinn eines E-Autos nicht verstanden. Damit spielt er natürlich auch das Thema Heizung oder Vorklimatisierung an. Aber wer weiß, vielleicht hat man es mal vergessen. Also trotzdem, Eiskratzer macht ja durchaus Sinn. Zumindest so ein Noteiskratzer, den man immer dabei hat. Ja, hier Ablage mit induktivem Laden fürs Handy. Reicht auch entsprechend für so ein Handy aus. Dieses QI-Laden funktioniert auch. Zeigt er hier dann auch mit dem Symbol an. Wobei die Leistung gerade mal so ausreicht, um den Ladestand zu erhalten, wenn ich jetzt hier auch noch mit Android Auto unterwegs bin, zumindest hier bei meinem Handy. Was Michael hinter der Kamera sich vorhin gefragt hatte, warum hier vorne keine Ablagen sind, ne? Ja, viel Platz, aber irgendwie nicht nutzbar. Vielleicht ist da Airbag dahinter oder sowas, man weiß es manchmal nicht, aber ja, könnte man auch. So ein bisschen so wie im Crafter. Der hat es ja zum Beispiel, hat ja vorne auch noch Ablagen. USB-Steckdosen haben wir auch einige, aber wir haben beide das Problem, wir haben kein Kabel C auf C dabei und du hast hier nur USB-C-Steckdosen. Das ist zwar die Zukunft, aber trotzdem wäre super gewesen, wenn man jetzt hier nochmal einen normalen, typischen Standardstecker hätte. Ich erinnere mich, ich glaube, Mercedes, die waren die ersten, die das beim Sprinter rausgebracht hatten. Da war ein Blitzer, aber wir fahren 60. Gerade an einem Blitzer vorbeigefahren und siehe da, wir fahren natürlich genau vorschriftsmäßig auf das km/h. Und jetzt haben wir einen Tempowechsel und ich hatte den jetzt so eingestellt, dass er auch den Tempowechsel jetzt quasi selbsttätig durchführt. Er hat 80 erkannt, wir sind ja hier in Dänemark, da ist nichts mit 100 auf Landstraße. Auch das funktioniert. So, jetzt kommen wieder 60, auch das macht er selbsttätig. Er rekuperiert natürlich auch. Und wir sehen, wir sind eigentlich relativ komod unterwegs, denn wir haben 190 Kilometer Restreichweite und 41% Akku. Wir haben uns unseren Schnitt so ein bisschen sogar noch versaut, weil wir eben für die Kamera noch ein bisschen hin und her gefahren sind und hatten den noch ein bisschen länger mal im Stand laufen. Also im Stand, sodass nur die Klima lief. Da braucht er ja auch ein bisschen Strom, wobei das ist ja längst nicht so viel, wie viele Leute denken. Wir wollten natürlich auch mal wissen, oder wir wollen immer noch wissen, wie das so mit dem Thema Verbrauch aussieht. Und wir sind in Kopenhagen losgefahren und sind jetzt wie viel ungefähr gefahren? 200 Kilometer? Ja. Können wir ja mal hier in die Daten gucken. 191 Kilometer haben jetzt einen Durchschnitt von 17,7 Kilowattstunden. Aber wie gesagt, wir sind auch noch ein bisschen was für die Kamera gefahren, was nicht repräsentativ ist. Tatsächlich bin ich jetzt wirklich so mehr oder weniger sehr entspannt gefahren. Also ich halte mich jetzt hier an die Geschwindigkeitsbegrenzung natürlich. Und auf der Autobahn haben wir echt Hypermiling-Mode gemacht. Das heißt, wir sind so in dem LKW hergefahren. Und als wir hier ankamen, hatten wir tatsächlich 16,9. Das heißt, wir haben die 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometer sogar geknackt.
Und als ich damals in Wolfsburg war, da hatte man mir, glaube ich, gesagt, dass man so rechnet mit einem Verbrauch um die 30 Kilowattstunden, wenn man ihn relativ normal bewegt. Darunter würde ich verstehen, auch auf der Autobahn mal bei uns 130. Denke ich, ist dann auch realistisch, aber trotzdem erstaunlich, wenn ich es wirklich darauf anlege, dann kann ich entsprechend auch hier eine Reichweite rausfahren von 450 Kilometern. Wir gucken gleich mal, ob wir auch mit 170 kW laden können. Wir suchen uns gleich mal einen Schnelllader. Dann machen wir noch mal eben 10 Minuten ein bisschen Druck rein in den Akku. Und dann werden wir maximal, mit maximaler Schnelligkeit, also das, was erlaubt ist, werden wir dann fahren und gucken mal, wie viel wir dann gleich haben. Ja, und sonst Fahreindruck generell. Wir haben 150 kW, 204 PS entsprechend. Das Auto ist flott motorisiert, fährt sich unauffällig. Jetzt Ortsausgangsschild. Jetzt schaltet er immer wieder um auf 80. Wobei, es gibt ja hier diese Warnschilder, die sagen uns immer, dass wir dann gar nicht 80 fahren, sondern nur 77 oder so. Theoretisch könnte man also eine kleine Toleranz noch mit reinmachen. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Assistenten bei meinen Autos nicht nutze, weil die einen dann natürlich immer komplett wirklich auf Strich 50 runterbremsen. Und dann hinter dir hast du den Stau, ich sag mal 53, gehen glaube ich auch noch durch. Wir haben eine Beschleunigung laut Werksang, aber 0-100 meine ich so gute 10 Sekunden. Das ist schon flott, also reicht vollkommen aus. Ist halt elektrisches Fahren, es ist entspannt, easy. Finde ich, passt auch gut zu diesem Auto. Denn ich habe mir im Laufe der Fahrt heute auch gedacht, dass dieses Auto vielleicht auch dazu führen könnte, dass der Trend zu großen, schweren SUVs für Leute, die gar kein SUV brauchen. Also ich fahre ja auch ein SUV, aber weil ich eben auch mal 3,5 Tonnen Anhänger ziehe oder einen Wohnwagen mit 2,5 Tonnen habe. Und das ist ja dann wirklich ein Argument. Aber viele fahren ein SUV, weil sie sagen, ja, sie sitzen gern hoch und haben es lieber etwas luftig. Und da ist ja genau so ein Auto hier eigentlich die bessere Alternative aus meiner Sicht. Denn du sitzt hier hoch, du hast schöne Übersicht, wobei teilweise die A- und die B-Säule schon so ein bisschen mal einschränken, wenn du im Kreisverkehr einfährst, ist mir das so aufgefallen. Langstrecke gucken wir mal. Wie gesagt, über 400 Kilometer haben wir schon rausgefahren mit einem Akku. Wenn wir gleich ein bisschen mehr auf den Pin treten, gucken wir noch mal, was dann da so realistisch ist. Tja, und es ist einfach irgendwo ein lustiges Auto mit relativ viel Platz. Auch auf den hinteren Sitzen kann man hier sich noch einigermaßen wohlfühlen. Wobei mir ist immer so ein bisschen Sonderfall. Sitz ist jetzt ganz nach hinten, aber auch das würde noch passen. Und da wir hier als Fünfsitzer unterwegs sind, haben wir natürlich jetzt hier einen riesigen Kofferraum. Beziehungsweise wenn du es jetzt auch umklappen würdest, so viel Ladefläche hast du eigentlich in keinem SUV. Aber du musst natürlich hier dran denken, wenn du die Rücksitze umlegst, dann hast du natürlich keinen flachen Ladeboden. Dafür müsstest du die Sitze ausbauen. Haben wir jetzt gar nicht gemacht. Kann ich auch nicht sagen, wie schnell das geht. Ich habe mir mal sagen lassen, soll relativ schnell gehen. Vielleicht können wir das gleich noch probieren, wenn wir noch Zeit haben. Aber wir müssen das Auto in 1,5 Stunden abgeben. Und wir müssen noch ein bisschen fahren. Ein bisschen quatschen wollen wir auch noch. Und ich wollte noch mal ein bisschen laden. 10 Minuten, so müsste er dann eigentlich reichen, denke ich mal. Softwaremäßige Ladeplanung können wir ja gerade mal ausprobieren, indem ich jetzt hier in die Navigation gehe. Und ich wähle hier mal das Hotel aus. So, der Akku ist angeblich noch nicht leer dann, so lese ich das. Bitte dem Straßenverlauf weiter folgen. Ja, tatsächlich 107 Kilometer brauchen wir oder sind es noch, und ich hätte jetzt noch 176 Kilometer. Ich bin allerdings mal gespannt, was passiert, wenn wir gleich ein bisschen auf den Pinsel treten. Dann wird es wahrscheinlich nie mehr reichen. Ich habe schon eine Ladesäule ausgesucht. Da haben wir noch 20 Kilometer. Fahrwerk, Agilität ist heute so eine Sache, weil die ganze Zeit geht es eigentlich so, wie man gerade sieht. Hauptsächlich geradeaus und ab und zu biegen wir mal ab. Und ich muss sagen, gerade aber für den Zweck jetzt hier, es ist recht komfortabel. Was ich so ein bisschen denke auf der Landstraße, so in höheren Geschwindigkeiten, Autobahnen, dass so die Abrollgeräusche ein bisschen gut wahrnehmbar sind. Ich finde, die hätte man vielleicht ein bisschen besser wegdämmen können. Wobei, wie gesagt, wir haben hier auch 265 und 235, also schon richtig dicke Schlappen drauf. Die machen natürlich auch so ein bisschen mehr Geräusche in der Regel, sind lauter, als wenn ich jetzt hier 215 oder sowas drauf hätte. Ansonsten, wenn ich jetzt hier mal Schlangenlinien fahre, dann findet der Kameramann das nicht so gut und der Kollege hinter mir denkt, ich wäre besoffen. Also ich habe nicht mehr 100% die Erinnerung von der Fahrt im T7, aber
Ich meine, dass dieser hier ein bisschen direkter von der Lenkung wäre. Ich müsste jetzt mein eigenes Video nochmal angucken, aber ich meine, dass der T7 damals so um die Mittellage so ein bisschen indirekter war. War, glaube ich, auch dem geschuldet, dass man gesagt hat, naja, der hat einen relativ hohen Schwerpunkt und man will auch ungeübte Fahrer jetzt nicht unbedingt überfordern. Hier kommt mir das schon ein bisschen agiler vor, weil um die Mittellage bin ich schon relativ direkt. Thema Lenkung. Ich habe ja hier Travel Assist, das heißt Abstandsregeltempomat und Spurführung. Ist jetzt auch beides aktiv, aber zumindest auf der Hinfahrt auf der Autobahn war ich nicht so begeistert, weil er doch relativ oft die Spur verloren hat. Also obwohl auf der Fahrbahn eigentlich ganz klar die Spurführung sichtbar war. Und wenn ich jetzt hier mal nur so locker lasse, hier funktioniert es jetzt besser. Gefühlt ist es aber beim Touareg irgendwie besser gewesen. Vielleicht ist ja auch noch Software hier früher Entwicklungsstand oder so. Ich weiß es nicht. Jetzt kommt der Ladetest. 170 kW sollen wir laden können. Gucken wir mal in welchem Fenster. Ich will jetzt auch nicht voll laden, aber Ionity liefert 350 kW. Das sollte von daher auf jeden Fall ausreichen. So, Akku ist jetzt bei 40%, lädt jetzt mit 112 kW. Jetzt kann ich natürlich keine Aussagen machen, ob ich vielleicht den Akku hätte vorklimatisieren müssen, also vorheizen müssen, über die Einstellung in der App. Ich bin jetzt nicht mit der Volkswagen-Navi hier hingefahren. Gucken wir mal, ob der jetzt vielleicht gleich noch schneller wird oder nicht. Aber er ist jetzt schon auf 110 kW, also 11 km pro Minute. So, jetzt sind wir bei 46% Ladestand und er geht jetzt weiter runter in der Ladeleistung. Jetzt ist er so bei 101, wird jetzt so auf 100 wahrscheinlich gehen. So, jetzt haben wir 56% Ladestand. 170 kW soll er können, aber 84 kW laden wir jetzt rein bei 56%. Frage ist, ob das mit der Vorheizung des Akkus zu tun hat. Kann ich nicht sagen. So, ich würde sagen, wir stoppen, ne? Es reicht. Wenn wir jetzt ein bisschen Gas geben, kommen wir trotzdem nach Hause. Ja. Also zumindest zum Hotel. Ja. So, jetzt sind wir 200 Kilometer gefahren, rund 200 Kilometer, 17,7 Kilowattstunden. Wie gesagt, müssten wir eigentlich noch nach unten korrigieren, weil wir auch zwischendurch lange gestanden haben. So, wir gehen jetzt aber mal auf Start und resetten diese Werte. Und jetzt fahren wir einfach weiter, aber mal ein bisschen zügiger. Und tatsächlich, 145 ist Limit, mehr fährt er nicht, laut Papiere. Will ich jetzt nicht ausprobieren, bei 130, habt ihr gehört, hier wird auch gerne mal kontrolliert. Aktuell haben wir jetzt hier 24,8 Kilowattstunden und wir fahren jetzt mal so möglichst zügig bis Kopenhagen durch und dann quatschen wir wieder. So, wir sind in Kopenhagen angekommen. Stop and go direkt hier. Rush Hour am Samstagabend. Und wir sind zügig gefahren. Zügiger ging nicht. Wir haben alles ausgereizt. Und siehe da, 25,3 Kilowattstunden. Durchschnittsgeschwindigkeit 94 über 114 Kilometer. Und das passt ja auch ganz gut, denn wir sind jetzt quasi fast am Ziel. Haben noch 18% Akku, 64 Kilometer Restreichweite. Ja, und entsprechend würden wir jetzt hier bei dieser Fahrweise rund 300 Kilometer schaffen. Ich finde, das geht auch noch. Aber sind wir mal gespannt. Ich habe nämlich was gehört, dass noch mal ein größerer Akku kommen soll. Es soll auch noch mal ein bisschen mehr Leistung kommen. Und dann haben wir vielleicht auch noch mal so Optionen wie mehr Anhängelast. Das ist für mich momentan nicht so nachvollziehbar, warum wir nur eine Tonne Anhängelast haben. Ich sag mal, mit 1,2, 1,5 könnte man ja schon mal drüber nachdenken, einen Wohnwagen zu ziehen. Momentan kannst du das relativ vergessen. Dann soll auch noch mal eine längere Version kommen. Also ich bin gespannt, wie sich der ID.Buzz jetzt so etablieren wird am Markt. Ich habe mir sagen lassen, dass die erste Produktion im Prinzip schon ausverkauft ist. So, ich bin quasi am Ziel. Jetzt seid ihr gefragt, eure Meinung zum Video und vor allem zum ID.Buzz. Ist das wirklich jetzt der beste Bulli, den es gibt? Ist das ein würdiger T1-Nachfolger? Wird das ein Erfolg, Top oder Flop? Würde mich interessieren, eure Meinung. Ich glaube, der wird seine Liebhaber finden. Ich glaube, der wird seinen Weg machen. Denn ein schöner Van, elektrisch, finde ich gut. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss und bis dann und kommentiert. Guck mal, die freuen sich auch. Freuen sich alle, wenn sie das Auto sehen. Tschüss.
arbeiten, wo andere Urlaub machen. Wobei ich mache lieber Urlaub, wo andere arbeiten. Es ist halt elektrisches Fahren, ne? Es ist unentspannt.